Heute schauen wir uns von das Portable Mobile Externale DVD Brennerchen an. Mit ein paar Extras drin. Hallo und herzlich willkommen auf Darkies Hardware World. Hier ist euer Darky. Ja, wunderschön, dass ihr eingecheckt habt. Freut mich. Heute haben wir das TEDGEM DVD, also ein externes DVD-Laufwerk bzw. Brenner mit ein bisschen Zubehör. Wollen wir uns das mal gemeinsam anschauen? Ist immer ganz praktisch, wenn man keins hat und doch mal eins braucht, wie GameStrack. Ne? Der nutzt das dann für vielseitige Zwecke und deswegen haben wir das mal organisiert. Kostet derzeitig 25,99 und mal sehen, was das Ding so leistet. Und dann will ich auch nicht weiter quatschen. Ich hoffe, ihr habt Lust, Bock und dann geht's ab zum üblichen Check. So, dann empfehlen wir es. Also, der Karton ist so 0815 Standard China. Wollen wir jetzt nicht reingucken. Mit dabei haben wir ein Mini-USB oder Micro-USB, ne? Plus USB 2.0. Dann entfernen wir mal die Schutzfolie. Also optisch. Hier steht BT668. Kompatible Computer DVD Drive. Und ist natürlich auch RW und W macht er aus. Wir haben hier eine Kontrollleuchte, zwei Stück drauf. Der Clou bei dem ganzen Teil ist natürlich, ne, der hat noch einen Kartenleser. Und zwei USB, den Stromanschluss. Und das ist der Hit. Leute, das ist der absolute Hit. Da muss man mit. Wir haben hier einen 3.0 und einen Typ-C-Anschluss. Ich hoffe, ihr kann das so einiger sehen. Das heißt, das Kabel wird irgendwo, keine Ahnung, wozu man es braucht. Hier ist auch wirklich, auf Deutsch gesagt, keine Anleitung dabei. Ne? Aber wir werden das Brennen jetzt mal austesten. Ist ja eigentlich sehr logisch, was man mit sowas macht. Naja, aber wozu, ist dir das klar? Darf ich mir mal das Gerät angucken? Bitte? Ja, ja. Das müsste 3.0 sein. Das könnte aber auch 2.0 sein. Nein, also, das ist 3.0. Ja. Okay, dann haben wir hier einen 3.0. Nochmal Pins. Weil wir finden auch, wir haben auch jetzt keine Beschreibung dafür gefunden. Es steht nichts drin. Außer das, was auf Amazon hier steht. Und ist es wirklich 3.0? Nein, mit 2.0. Ja, 2.0. Also haben wir hinten noch 2.0 Anschlüsse. Aber wir haben Kartenleser dran. So, und nicht gelabert, ab zum Test mit dem Teil. Ich will wissen, was der leistet und brennen kann. Ja, gleich sehen wir dann nochmal, wie er sich da von sich hinbrennt. Also in verschiedenen Formen. Liegt einmal sechsfach auch davon ab. Waren unterschiedliche Rohlinge. Manchmal haben die ja ihre Probleme mit der Erkennung der Rohlinge. Und zum Schluss, kommen halt auch mal kurz eingeblendet die 21 Mbit des Kartenlesers. Also es ist akzeptabel. Ich spiele euch derzeit ein bisschen Musik ein und dann schaut euch mal den Brennvorgang kurz an, dass es auch funktioniert hat. Wie gesagt, unterschiedliche Ergebnisse, mit 6-fach bei DVDs und oder 8-fach, aber 48-fach mit CDs. Viel Spaß!
So, da sind wir zurück von unserem kleinen Multibrenner-Test. Jetzt zu meiner Beurteilung. Naja, also ist ja alles schön mit den USB 2.0 Anschlüssen. Der Kartenleser ist, naja, da will ich mich nicht drüber äußern, mit 22 Mbit die Sekunde ist das echt mager. Gerade jetzt bei so einer 170 Mbit Karte bringt das nicht. Es ist eine schöne Zugabe so für unterwegs, mal schnell ein bisschen was drauf kopieren von der Speicherkarte, aber okay, nettes Gadget. Das sagt man ja so. Brennleistung bei Matisha, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ist in Ordnung mit 8-fach bei USB 3 oder 2.0, weiß ich jetzt gar nicht mal, das Video ist schon ein bisschen älter, entschuldigt, aber mit 8-fach Brennen ist okay. Da kann man sich nicht beschweren bei einer DVD. 22-fach macht er, glaube ich, auf der CD ist auch in Ordnung. Da gibt es auch nichts zu machen. Preis-Leistungs-Verhältnis, okay, stimmt hier. Wir wollen mal diese Zubehörsachen da so ein bisschen beiseite lassen. Ist eine schöne Sache, eine kleinere Erweiterung. Man kann auch mal USB 2.0 Geräte da anschließen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, also in einer Gesamtbewertung würde ich dem gehen, weil es ist ein Markenlaufwerk drin. Ist nicht ein 0815 irgendwie, was ich ja baut. Schon ewig lange Laufwerke und die sind nicht schlecht. Ich habe hier auch noch einen am Start, den kriegt ihr auch noch mal zu sehen. Wir haben da mal so günstig welche geschossen für meine Frau und mich. Und, na, die sind nicht schlecht, die brennen gut, die tun, was sie sollen. Und so portabel, wenn man jetzt keinen Brenner drin hat, ist das eine coole Sache eigentlich. Also wie gesagt, Gesamtbewertung, naja, 4 Steinchen würde ich geben. Ich wollte mal gnädig heute sein. Ich packe euch den trotzdem in die Videobeschreibung. Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch interessant. Man hat ja heute keine Laufwerke mehr drin. Und vielleicht will der eine sich und andere noch mal eine Musik-CD machen oder MP3 oder was weiß ich. Oder, ne? Da kann man das für nehmen oder schnell mal einen Film abbringen. Dauert halt alles ein bisschen länger, als wenn man ein internes drin hat, wie ich hier zum Beispiel. Aber ist eine coole Ergänzung. Ne? Gerade in Zeiten, wo Laptops und sowas das alles nicht mehr drin haben. Gamescrack ist glücklich, den hat es gefreut, dass er jetzt mal schnell mal noch mal einen Brenner nutzen kann zu Hause. Auch in seinem PC ist keiner mehr drin. Er hat sich den gewünscht und deswegen wollte ich meinem Sohn auch diesen Wunsch erfüllen. Ja, das ist soweit. Ich packe euch den in die Videobeschreibung. Ich hoffe, den einen oder anderen interessiert es. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch diesen Link benutzt. Da schon mal für Dank habt. Wegen der Überbelichtung, Anna, am Anfang ist zu entschuldigen, manchmal sind hier sehr schlechte Lichtverhältnisse und das tut mir auch dann immer leid, aber dass manche Sachen lassen sich dann auch nicht mehr nachdrehen, das ist dann manchmal nicht mehr möglich. Dafür nochmal um Entschuldigung. Wir arbeiten dran. So, das war's, Video ist zu Ende. Wie gesagt, nächste Video am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, wie üblich. Und Liken und Abo wäre natürlich auch schlecht. Freue ich mich drüber. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund oder schönes Wochenende, wie auch immer. Und nochmal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf dem Kanal. Weil nächste Videos ist reichlich am Start. Wir lockdownen hier nicht. Keine Zeit für. Ich sage jetzt Tschüss und Bye-bye. Macht's gut. Bis zum nächsten Check und bleibt gesund, gepasst auf euch auf.